Hallo zusammen. Und herzlich willkommen zu einem Video, wo wir uns einmal zu gegebenem Anlass mit der Geburt Jesu Christi auseinandersetzen. Ja, also ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten und verweise deswegen schon direkt von Anfang an auf das Video, das Hangout, was wir damals gemacht haben, auch mit, wo Living Hope noch mit dabei war. Also nicht, als ob sie jetzt nicht mehr dabei wäre, aber wo sie ebenfalls mit dabei war, wo wir über Weihnachten gesprochen haben. Also ich möchte dieses ganze Thema vorwegnehmen. Ja, Weihnachten ist kein biblisches Fest. Weihnachten ist auch nicht christlich. Ja, es hat heidnischen Ursprungs. Ja, kommt von diesen ganzen Kirchen. Ja, ich denke mal, darüber müssen wir nicht sprechen, was da eigentlich so alles damit verbunden ist. Ja, das haben wir alles damals im Video gemacht. Was wir aber damals, und deswegen mache ich das jetzt hier. Was wir damals, worüber wir nicht gesprochen haben, war das mit der zeitlichen Berechnung der Monate. Ja, also ich hatte gesagt, dass man den Priesterdienst auf Juni, Juli, glaube ich, glaube auch Juli setzen kann von Abijah und dass der Geburtszeitraum von Jesus vermutlich im September liegt. Aber eine Berechnung dazu haben wir damals nicht gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Und ich hatte damals auch gesagt, ich hatte das Thema nicht geprüft, genau mit den Monaten, aber dass man davon ausgehen könne. Und dieses Video hier, da wollen wir uns ausschließlich einmal, man sieht schon die Excel-Tabelle rechts, uns mit der monatlichen Kalkulation auseinandersetzen. Im Vorwort sei auch noch hinzugefügt, dass wir selbstverständlich nicht nach gregorianischem Kalender rechnen, aber dass wir sicherlich den gregorianischen Kalender, also das Übertragen, das ebenfalls benutzen werden, um das abzuleiten. Ja, also wir übertragen den biblischen Monat in den gregorianischen. So. Machen wir alles Schritt für Schritt, alles langsam, werden uns auch an dem Neuen Testament, an Lukas Kapitel 1 orientieren von den zeitlichen Angaben und dann werden wir kurz ins Alte Testament reingucken und ich werde noch ein, zwei andere Sachen zum Vorwort sagen und dann fangen wir direkt an. Wir haben den biblischen Kalender. Den hebräischen Kalender sozusagen, ja, den biblischen, da haben wir auch ein Video darüber gemacht. Also mit dem sollte man sich auskennen, wenn man sich mit dem Thema hier auch auseinandersetzt. Also man sollte sich da mal mit beschäftigt haben. Ich denke auch nicht, dass das eine Erwähnung wert ist, dass der gregorianische Kalender nicht der von Gott gegebene Kalender ist. Ja, also ein menschlicher Kalender. Wie es der Name schon sagt, ne, kommt aus dem Vatikan. Ja, also so, Gott benutzt nicht den gregorianischen Kalender. Ja, es ist so aus, ist auch nicht in der Bibel geschrieben. Aber gut. Ja, also wer sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, mit dem Kalender, wir haben ein Video dazu gemacht, das heißt, welcher Tag ist der Sabbat? Da gehen wir ungefähr ab Minute 55 oder eine Stunde, wenn ich mich recht entsinne, auf den Kalender ein. Auch was sich da geändert hat. Ja, von den 360 Tagen, also von den 30 Tagen pro Monat auf 29,5 und so weiter. Und das sind alles so Sachen, die sollte man jetzt eigentlich schon mitnehmen und mitbringen zu dem Thema, wo wir uns jetzt mit auseinandersetzen. Ja. So. Wir wissen, jetzt, das gehört, ist der zweite Punkt noch
Dann fangen wir an. Wir wissen ja, dass in Lukas Kapitel 2 hier diese Erfassung, diese Volkszählung von Kaiser Augustus des ganzen Erdkreises durchgeführt wird. Ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das hier zu Winterzeiten durchgeführt wird. Ja, wahrscheinlich ist es eher, dass es auch aus logistischen Gründen bereits zu einer Zeit durchgeführt wird, wo bereits diese Wanderung zu offiziellen stattfindet, ja, eventuell zu Erntegaben. Ja, und nicht im Winter. Ja, also dass der ganze Erdkreis im Winter diese Wege auf sich nehmen muss, ja, eine absolute Strapaze, wo dann eine Volkszählung, ja, eine Zählung hier durchgeführt wird. Also sehr unwahrscheinlich hier dieser Hinweis in Lukas 2, aber auch, dass die Hirten in derselben Gegend auf dem Feld waren, ja, und ihre Herde bei Nacht im Winter bewacht haben. Ja, also das da haben wir auch damals in dem Video schon drüber gesprochen. Ja, das sei an der Stelle gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir hier auf den Winter treffen. Aber wir wollen uns einmal angucken, wie sieht das hier aus? Wie können wir hier biblisch einen Monat berechnen? Ja, können wir das überhaupt? Ja, wir können. Es gibt eine Variable, die ist ein bisschen offen. Ja, da hängt einiges davon ab. Aber wir kommen eigentlich sehr, sehr nahe an das Thema heran. Ja, nicht auf den Tag genau, aber wir sollten da einen Zeitraum bestimmen können. Und ob das der Dezember ist, das werden wir dann gleich sehen. Ich werde jetzt hier nicht das ganze Thema, das ganze Kapitel vorlesen. Das, wie gesagt, bitte ich sowieso bei jedem Video immer selber vorher zu lesen, damit man auch differenzieren kann, wenn ich mich mal irre oder irgendwas sage, was nicht richtig ist. Und da bitte ich dann auch immer um Korrektur. So. Und wir lesen hier einmal in Lukas Kapitel 1, Vers 5, ja, bei der Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers, weil damit fängt erstmal unsere Zeitrechnung an. Dann geht es nämlich weiter mit der Geburt Jesu Christi und damit wir das alles ein bisschen zeitlich zusammensetzen können, kalkulieren wir das hier schon. Ja, damit wir später nicht abgehangen werden. Das heißt, wir machen auch gleich hier nach dem Abschnitt erst einmal eine kurze Pause und berechnen, was wir eigentlich bekommen haben. So, also in den Tagen Herodes des Königs von Judäa lebte ein Priester mit dem Namen Zacharias aus der Abteilung Abijas und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Ja, also wie wir alle wissen, Zacharias ist ein Priester, er ist der Vater von Johannes dem Täufer und die Mutter von Johannes dem Täufer ist Elisabeth. Sie ist unfruchtbar, ein Engel erscheint ihr, ja, der Erzengel Gabriel, er gibt ihr die Nachricht, dass sie doch einen Sohn empfangen wird, obwohl sie in so hohem Alter ist und obwohl sie unfruchtbar ist. Das lesen wir alles in den folgenden Versen. Was aber für uns hier wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist das zeitliche Datieren. Nämlich, wir lesen hier, dass in diesem Moment, ja, wo sie, wo der Engel zu ihr kommt, ja, dass hier zuvor Zacharias seinen Tempeldienst geleistet hat. Ja, er war Priester, er hatte den Dienst im Tempel geleistet in der Abteilung Abijas. So, und hier steht dann auch, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Johannes geben. Also auch hier die Geburt Johannes, etwas übernatürlich, ein kleines Wunder, nicht so stark wie die Geburt einer Jungfrau. Aber hier wird eine unfruchtbare Frau auf einmal fruchtbar und empfängt Johannes. Also auch hier, diese Geburt ist absolut besonders. Ja, also beide erfahren hier besondere Geburten, sowohl Elisabeth als auch Maria. Ja, und nach dem Tempel, das ist hier für uns die nächste Angabe, und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Ja, also nach diesen Tagen, als er den Dienst in dem Tempel verrichtet hat, ja, als seine Dienstzeit vorbei war, ging er heim in sein Haus und seine Frau wurde schwanger. Ja, und dann steht hier noch, sie verbarg sich 5 Monate und sprach. Und dann geht es hier direkt weiter mit der Ankündigung der Geburt Jesu Christi. So, verarbeiten wir erst einmal das, was wir hier gelesen haben.
So, der Priester Zacharias diente in der Abteilung Abijas. Naja, wann ist das denn? Ja, das ist das Erste, wo wir ein bisschen markant zeitlich gucken können, die Abteilung Abijas. Ja, wann ist die denn? Ja, das ist der Tempeldienst, der ist alles strukturiert. Wir lesen das im 1. Chronik 24, Vers 7 bis 19, beziehungsweise 18. Und ja, auch das Buch Chronike und die ganzen Angaben, sie sind alle hilfreich und alle notwendig. Deswegen, auch wenn man die manchmal dazu tendiert, die zu überfliegen, ja, wir sind alle froh, dass sie vorhanden sind. So, und da lesen wir nämlich die 24 Priesterklassen. Ja, also der Tempeldienst, der war aufgeteilt in 24 Abteilungen. Die wurden hier mit einem Los vergeben und die unterteilen sich auf das ganze Jahr. Also diese Priesterklassen haben für das ganze Jahr den Tempeldienst gemacht. Das heißt, zwei Stück für einen Monat. Ja, also für 15 Tage, ne, also ungefähr 15 Tage nach dem Lunisolarkalender, aber nach dem Lunarkalender damals, also nach den 30 Tagen, die es damals waren, ja, ungefähr, sagen wir 15 Tage. So, 15 Tage pro Monat eine Abteilung. Ja, also ein Monat, das ist hier zum Beispiel hier, und das erste Los fiel auf Jojarib, das zweite auf Jedaja. Ja, also diese hier haben den ersten Monat des Tempeldienstes verrichtet. Ja, also gehen wir davon aus, dass die beiden hier den ersten Monat erhalten haben für den Tempeldienst. Natürlich nach biblischem Kalender, nicht nach gregorianischem, ja, sondern sie haben den ersten Monat hier bekommen. Dann haben die beiden den zweiten Monat bekommen, die hier den dritten und die den vierten. Und zu dem vierten zählt Abijah, den wir eben in Lukas 1 gelesen haben. Und zwar hat er den achten Dienst bekommen. Ja, und wir wissen, okay, die Dienste verteilen sich auf 15 Tage ungefähr. Das heißt, er hat hier Mitte bis Ende des vierten Monats. Ja, das ist seine Dienstzeit. So, das notieren wir erstmal. Ja, Abijas Dienst. Wir wissen, insgesamt 15 Tage ist eine Dienstzeit. 24 Priesterklassen gibt es. Das sind insgesamt 360 Tage. So, und das ist, Abijas Dienst ist Mitte bis Ende des vierten Monats. So, und jetzt müssen wir gucken nach biblischem Kalender, was ist denn der Äquivalent im gregorianischen Kalender? So, dann nehmen wir uns den biblischen Kalender einmal, den wir hier auf den gregorianischen überlappt haben, und dann fangen wir an zu zählen. Ja, wir haben eben gelesen, Mitte bis Ende des vierten Monats. So, dann suchen wir uns hier den vierten biblischen Monat und der ist hier im Juni. Ja, im Juni, Mitte bis drei Viertel eher. Juni beginnt er hier. Das ist der biblische Kalender 2020. Ja, kleine Abweichungen gibt es hier. Aber man sollte ihn auch prüfen. Ne? Also hier fehlen auch noch zwei Angaben. Also auch nicht für selbstverständlich nehmen. Sowieso immer alles am besten auch selbst hinterfragen, auf eine gesunde Art und Weise. Ja, biblisch. So, und wir haben hier ungefähr drei Viertel, also sagen wir einfach mal ganz salopp und grob Mitte Juni. Ja, fängt es quasi an. Der vierte Monat, so jetzt wissen wir, Abijah hat aber den Mitte bis Ende des vierten Monats. Ja, dann gucken wir, das ist ja hier der Anfang. Ja, dann gehen wir weiter, dann sind wir im Juli. So, dann sehen wir hier, beginnt der fünfte Monat. Dann haben wir hier 15 Tage zuvor ungefähr. Ja, ist, wie gesagt, ist der Kalender für 2020. Da kann es ein bisschen Abweichungen geben, je nach Jahr. Aber nicht viel. Aber das ist der grobe Zeitraum. Ja, also wir befinden uns hier in Mitte bis Ende Juli. So, und das Ende des Dienstes war dann, selbstverständlich, hier quasi Mitte Juli. Also notieren wir, ja, Mitte Juli, Ende des Dienstes. Ja, wo der Dienst von der Abteilung Abijas geendet hat, wo dann auch Zacharias nach Hause gegangen ist. Und als er nach Hause gegangen ist, ja, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie verbarg sich 5 Monate und sprach.
Ja, also sie ist nach diesen Monaten schwanger geworden. So, also Elisabeth wird nach Mitte Juli schwanger. So, und hier steht, und sie verbarg sich 5 Monate und sprach, so hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Und dann steht hier, Vers 26, mit der Überschrift, die Ankündigung der Geburt Jesu Christi, im 6. Monat. Aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und dann steht hier, Vers 31, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der Herr ist Rettung. So, dann geht es hier weiter. Maria aber sprach, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und dann kommt hier und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpft das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Und dann kommt der Lobpreis von Maria. Ja, also der Besuch Marias bei Elisabeth. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Gesegnet bist du unter den Frauen, ja, also und rief mit lauter Stimme und sprach zu Maria, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. So, warum lesen wir das? Ja, einfach weil wir hier lesen, das ist noch ganz wichtig. Wir sehen, dass Maria aber machte sich auf in diesen Tagen. Ja, nachdem ihr das verkündigt wurde durch den Erzengel Gabriel, dass sie hier ein Kind empfängt und sie machte sich auf in diesen Tagen. Ja, also man geht davon aus, unmittelbar danach macht sie sich auf zu Elisabeth. Und Elisabeth verkündigt ihr dann, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Warum lesen wir das? Naja, weil wir hier identifizieren wollen, wann ist Maria schwanger geworden. Und wir gehen davon aus, einmal, dass das ist die Variable, dass es hier im 6. Monat gewesen ist. Ja, dass sie hier auch im Zeitraum der Verkündigung und als sie bei Elisabeth gewesen ist, ja, dass sie hier auch bereits durch den Heiligen Geist diese Frucht erhalten hat. So. Und dann haben wir nämlich folgende Rechnung. So, Maria wird schwanger 5 bis 6 Monate, also im 6. Monat, nachdem Elisabeth schwanger geworden ist. So, und dann fangen wir wieder einmal an zu rechnen, weil wir haben ja jetzt einen Ausgangspunkt, nämlich den Ende des Tempeldienstes von Zacharias, der nämlich Mitte Juli war. So, und dann rechnen wir diese den 6. rechnen wir uns, wann fängt dieser 6. Monat an. Da gehen wir wieder in den biblischen Kalender. So, und wir sind hier Ende Juli. So, und der 1. Monat, der ist erfüllt Mitte August. Ja, da ist der 1. Monat vorbei. So, der 2. Monat verläuft dann hier, der ist vorbei Mitte September. So, dann rechnen wir so weiter. 3, 4, 5. So, der 5. Monat ist vorbei Mitte Dezember.
Ja, ungefähr immer, ne? Nicht auf den Tag genau, aber ungefähr Mitte Dezember ist dieser fünfte Monat vorbei. Und der sechste Monat beginnt somit Mitte Dezember bis Mitte Januar. Ja, also hier, das ist wie gesagt immer Kalender 2020, ja, gewisse kleine Ein-Tag-Abweichung kann es sein, wenn es ein anderes Jahr betrifft. Ja, den 13., den Schaltmonat, den lassen wir jetzt mal außen vor, weil der Schaltmonat interessiert uns nicht für den gregorianischen Kalender. Ja, ist ein Argument, kann man sich auch nochmal genauer mit auseinandersetzen, aber den lassen wir jetzt erstmal außen vor. So, das heißt, wir haben den Zeitraum Dezember, genau, Mitte Dezember. Ich überprüfe das gerade mal. Stimmt das denn? Ja, das stimmt. Oder Moment. Nee. Nee, das stimmt nicht. So, also auf jeden Fall, genau, ich habe einen kleinen Denkfehler gerade gemacht. Wir sind ja im gleichen Jahr, deswegen. Aber vom Prinzip stimmt es schon. Also, Verwirrung beiseite. Mitte Dezember, ja, fängt quasi der sechste Monat an und er hört dann auf ungefähr hier bis Anfang, bis Mitte Januar. Das ist also ungefähr ganz grob der Zeitrahmen. Mitte Dezember bis Mitte Januar. Ja, das ist der sechste Monat. Ja, schreiben wir uns auf. Mitte Dezember bis Mitte Januar ist vollumfänglich der sechste Monat. Und wir lesen ja hier, im sechsten Monat kam der Erzengel Gabriel zu Maria und einige Tage danach, ja, sie machte sich auf in diesen Tagen, ja, da kann man ausgehen, ja, kurze Zeit danach oder halt im sechsten Monat noch hat sich Maria dazu Elisabeth aufgemacht. Und sie ist ja dann auch 3 Monate bei ihr geblieben. So, und da haben wir ungefähr, gehen wir davon aus, dass der zeitliche Rahmen von Mitte Dezember bis Mitte Januar ist. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, wie gesagt, dass wir hier auch davon ausgehen, dass Elisabeth in diesem Zeitraum auch schwanger geworden ist, dann rechnen wir 9 Monate seit diesem Zeitpunkt, also Mitte Dezember bis Mitte Januar. So, dann hätten wir quasi hier den ersten Monat, der hier beginnt. Moment, jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Genau. So, dann haben wir quasi, ja, genau. So, hier ist der erste Monat, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. So, und der neunte Monat, beziehungsweise der Zeitraum der Geburt, würde dann fallen auf ungefähr Mitte September bis Mitte Oktober. Ja, das ist 9 Monate nach Mitte Dezember bis Mitte Januar. Da sind wir dann in Mitte September bis Mitte Oktober. Das sind 9 Monate später. Ja, also das ist der Zeitraum, wenn wir davon ausgehen, dass der Tempeldienst des Abijas Mitte bis Ende des vierten Monats war und dass Elisabeth auch direkt nach Verkündigung dieser Nachricht schwanger geworden ist. Ja, wenn wir uns an das alles strikt halten und das so durchrechnen, dann kommen wir auf Mitte September bis Mitte Oktober. Und das ist auch ganz interessant, denn wir haben hier auch biblische Feiertage.
in diesem Zeitraum. Und das ist insofern interessant, da wir auch wissen, wir haben mal ein Video gemacht, biblische Feste, wie die auch mit Jesus Christus zusammenhängen, auch prophetisch auf Jesus Christus hinzeigen. Ja, wir erinnern uns an Paulus, der sagt, das sind nur alles ein Schatten der Dinge, die kommen werden. Ja, also prophetischer Charakter, nicht die Gebote sind abgeschafft, sondern hier ist ein prophetischer Charakter. Wir haben auch mal ein Video gemacht über 2. Kolosser, Kolosser Kapitel 2, Vers 16 bis 17, wo wir darauf eingehen. Das ist einer am Rand erwähnt. Aber wir haben hier den Zeitraum Mitte September bis Mitte Oktober. Ja, das ist so der Zeitraum, den man dafür ansetzt, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass hier die Geburt Jesu Christi stattgefunden hat. Und nicht im Dezember. Ja, also wir haben keinen Ansatzpunkt, dass die Geburt Jesu Christi tatsächlich am 25. bzw. am 24. abends stattgefunden haben soll. Ja, im Gegenteil, wenn wir sogar biblisch uns orientieren, ja, mit diesen Voraussetzungen, die eben benannt wurden, dann sind wir hier, landen wir Mitte September bis Mitte Oktober. Ja, ist das wahrscheinlich? Ja, deutlich wahrscheinlicher als eine Dezembergeburt in Anbetracht auch der 2 Indizien in Lukas Kapitel 2, ja, also der Volkszählung und dass Hirten da nachts noch mit ihren Schafen draußen sind. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, das Thema lädt ein, das selber nochmal zu prüfen, sich selber damit nochmal auseinanderzusetzen. Und falls man sich mit Weihnachten an sich noch nicht auseinandergesetzt hat, das ebenfalls einmal kritisch zu hinterfragen, vor allem auch Jeremia 10 einmal zu lesen. Und ich wünsche allen Gottes Segen und sage bis dahin.